als 300 Jahren findet am 4. Sonntag im Oktober in Thiersee der Leonhardi-Ritt statt. Der Noriker Pferdezuchtverein Thiersee, 1909 gegründet, ist einer der aktivsten im Tirolerland und ist mit seinen Reiterinnen und Reitern und seinen Gespannen bei vielen Festumzügen ein gern gesehener Gast. Und so kommen auch viele Noriker Pferdefreunde aus allen Teilen Tirols und dem benachbarten Bayern immer wieder gerne nach Thiersee, um am Leonhardi-Ritt teilzunehmen. Für den Noriker Pferdezuchtverein Thiersee ist der Leonhardi-Ritt Ausdruck der Wertschätzung von historischem und kulturellem Erbe, das von den Vorvätern übernommen wurde und an zukünftige Generationen weitergegeben wird. Der Leonhardi-Ritt startet im Ortsteil Mitterland und führt Reiter und Kutschen nach Hintertiersee. Hier wird der Festzug von der Musikkapelle Landl unter Leitung von Kapellmeister Christian Pfluger empfangen und zum Kirchplatz geleitet. Dort findet dann in einer feierlichen Zeremonie die Segnung der Pferde und der Bevölkerung statt. Danach werden alle Teilnehmer dem zahlreich erschienenen Publikum vorgestellt. Thank you.
Gescheiteste. Und diese ist ja eine der größten Ortsbauernschaften von dem Bezirk Kupferstein, aber auch im Land Tirol. Und man sieht das heute, die Bayerinnen tragen mit Stolz ihr Kassettel aus, der Ortsbauernrat ist da, die Zuchtverbände sind da und das ist wirklich ein tolles, tolles Bild und das ist wirklich die Streukraft, was wir in der Landwirtschaft da haben, was die Tiere da halt darbieten und da darf ich wirklich extrem gratulieren dazu. Und ich habe das gespürt, wie ich da reingekommen bin auf Tierse im Mitterland auch schon die Aufstellung, die Vereine sind da, die Feuerwehr hilft, die Straßenzwinge, die sind auch noch wieder zu. Vorsicht bitte, die Hunde an den Rennen.